Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Repentanze. In der letzten Folge habe ich Kane gespielt, lief ganz gut, außer dass ich komisch Knöpfe nicht gedrückt habe, worauf ihr mich auch alle hingewiesen habt. Und ich weiß nicht, warum da minus 1 Winstack steht, weil wir haben ja einmal mit Isaac, einmal mit Kane verloren. Egal, heute spielen wir einfach mal Lazarus, habe ich mir gedacht, weil mit Lazarus kann man einmal sterben. Und einmal sterben ist eine gute Sache für mich, ja. Und wir kriegen das Book of Sin, yay. Und mit Book of Sin kriegen wir eine Pille. Wir haben jetzt zwei Pillen. Wir haben einmal die Pheromone-Pille und die Speeder-Pille. Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, wir versuchen, wie die letzten Male auch, blöde Jacob und Esau freizuspielen. Ihr habt mir richtig viel geschrieben, was ich besser machen kann. Also erstens, wie eben schon gesagt, das mit diesen komischen Knöpfen, dass ich die drücken soll. Also diese roten Knöpfe in den Minen zum Beispiel, dass die mir sehr helfen sollen. Deswegen bin ich auch in der letzten Folge gestorben, weil da so ein Void-Dingsbums war. Wo halt einfach endlos Viecher rausgekommen sind. Das war richtig schlimm. Und ich hätte wohl einfach nur auf so einen roten Knopf raufgehen müssen und dann wäre der ganze Raum wahrscheinlich gestorben. Also zumindest wären dann die Voids weg und dann hätte ich ja die ganzen Gegner töten können oder sowas. Da habt ihr mir auf jeden Fall sehr oft geschrieben. Allgemein finde ich sehr, sehr cool von euch, dass ihr mega viele Sachen schreibt. Also kaum mache ich wieder Isaac, kommen wieder mega viele Kommentare rein. Klar, jetzt auch wegen dem neuen Avatar, dass ihr den alle cool findet. Was ich übrigens auch sehr nice finde von euch. Sehr viele mögen diesen kleinen Tic-Tac-Wolfi hier. Finde ich sehr, sehr cool. Ach, meine Katze hat heute Geburtstag, wenn wir schon beim Tic-Tac-Wolfi sind, weil Katze ist ja fast auch so ein Tic-Tac-Wolfi. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare herzliche Glückwünsche, das wird sie bestimmt freuen, die kleine Kira, die heute schon den ganzen Tag rummauzt, weil ihr langweilig ist. Ich habe schon mit ihr gespielt, aber ihr ist immer noch langweilig. Ist halt eine Katze. Ich habe sie sogar rausgelassen. Ich muss sie mal händisch rauslassen, damit sie irgendwas machen kann. Und dieser Gegner hier dauert mir gerade viel zu lange. Loki, kannst du bitte einfach sterben in deinem Sarg rein, bitte mit deinen einen Zahn. Das sieht nicht gesund aus, wenn du nur einen Zahn hast. Wie willst du denn so kauen, du kleiner Dämon? Du kleiner Blöder! Alter, okay, du lebst jetzt wirklich viel zu lange. Kannst du jetzt bitte einfach sterben? Danke. Und dein komisches Ausspuckding brauche ich auch nicht. So, wir haben da den Schlüssel. Ein Glück haben wir den Schlüssel, können wir wieder in die Kanalisation gehen. Wheel of Fortune bringt mir gar nichts. Egal, let's go. So, wir müssen darauf achten, dass wir in dieser... In den Downpour-Dingern hier wieder... zwei Bomben kriegen, weil sonst kommen wir ja nicht in die nächste Etage. Das, oh... kann ein bisschen nervig werden. Na, guck mal. Die muss man nicht mal töten. Mir wurden auch noch mehr Sachen geschrieben, auf die ich achten soll. Und dass Jacob und Esau zum Beispiel auch richtig, richtig blöd sind. Und dass ich sehr viel Spaß haben werde, mit denen zu spielen. Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was sie erstens können. Und ob man... Also ich habe mich jetzt leider schon spoilern lassen. Das sind wohl tatsächlich zwei Charaktere, die man gleichzeitig steuern kann. So ein bisschen wie bei... A Tale of Two Sons, wenn ihr das kennt. Ja, wir nehmen Wabos jemand mit. Warum nicht? Und ja, ist sicherlich ganz spannend, die mal zu spielen. Ich glaube sogar, es gibt noch mehr neue Charaktere als nur die zwei, die man jetzt in dem Menü da gesehen hat. Also da hat man ja Esau und Jacob gesehen und noch irgendeinen anderen. Bethany, glaube ich. Und wir haben keine Bomben. Das ist jetzt ein bisschen schlecht. Wir sind nämlich jetzt schon beim Boss, aber haben gar keine Bomben. Wir könnten im Shop reingucken, ob wir da eventuell eine Bombe für 3 bekommen. Aber wir kriegen nur einen Schlüssel für 3. Okay, das ist sehr, sehr schlecht. Dann kriege ich nämlich gar nichts mehr, ne? Ich muss mal kurz Leben verlieren, in der Hoffnung, dass ich vielleicht hier... Ah, ich bin einfach tot! Egal, alles cool. Wir haben ja zum Glück 2 Leben und sind jetzt auch stärker. Das war natürlich alles geplant. Ja, aber wir haben trotzdem keine Bomben. Dann müssen wir hoffen, dass der Boss uns Bomben gibt. Hallo, ich habe nur ein Leben, lieber kleiner Boss, aber dafür bin ich stärker geworden. Bitte töten Sie mich nicht und geben Sie mir irgendein Item, das mir Bomben gibt. Sie sind meine letzte Rettung für diesen One. Oder du tötest mich einfach. Ist auch in Ordnung. War sowieso ein schlechter One, Leute. Nochmal. Aber wo wir gerade schon so ein komisches... Oh, das sieht schon besser aus. So ein komisches Item bekommen haben. Are you with it? Ich werde natürlich, weil mir alles auch gesagt wurde, dass dieses komische Schlüsselstück, das ich in den letzten Part gekauft habe, also meine Schlüssel einfach weggeworfen habe, was ich einfach gar nicht gerafft habe, auch beim Schneiden nicht. Beim Schneiden habe ich wenigstens diesen komischen Knopf gesehen, bei diesen Voids. Aber ich habe dann nicht gesehen, dass ich einfach meine Schlüssel weggeworfen habe, wegen diesem einen komischen Schlüssel-Item. Das soll zwar sehr, sehr viel Damage machen, aber was ist Damage, wenn man dafür seine Schlüssel weggeben muss? Und kann man dieses IU Wizard Ding weggehen? Dankeschön. Ja, von dem her, weil das geschrieben worden ist, ich muss halt erstmal alle neuen Items kaufen und ich werde nicht... Ich weiß, es gibt irgendeine Mod, die dann sagt, was man so für... Oder was die Items können, werde ich mir auch nicht holen. Und ich werde halt alle neuen Items, die ich noch nicht kenne oder wo ich mir nicht sicher bin, was sie machen, auf jeden Fall mindestens einmal kaufen müssen. Egal, wie blöd das ist oder wie kaputt das mein Wandern machen würde... Aber ich muss ja früher oder später alle Items mal kaufen, damit ich halt auch alle Errungenschaften bekomme und so weiter und so fort. Also da ein bisschen Nachsicht. Und ich finde, gerade bei Isaac ist das ja
irgendwie so ein USP von dem Spiel, dass man eben nicht weiß, was die Items machen. Und da wird das dann ein bisschen den Spaß für mich wegnehmen. Wenn ich... Hui, wir können hier oben schlittern! Hui, 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 hui! Wir haben keinen Schlüssel. Fuck my life. Fuck my life, wir haben einfach keinen Schlüssel. Kommen wir in den Shop rein, ohne Schlüssel? Ah ja, okay, hier haben wir auch einen Schlüssel. Sehr gut. Aber ja, das macht halt für mich irgendwie den Reiz bei Isaac aus, dass man eben nicht weiß, was die Items können. Und dass man dann irgendwie so einen Brainfuck an Kombination hat, wo man gar nicht weiß, was die können und sowas. Das finde ich immer witzig. Das fördert ja auch ein bisschen den Abenteuertrieb, nicht wahr? Dass man alles Mögliche erkunden möchte, den Erkundungstrieb eventuell. Was ist das denn hier? Das ist eine Bibliothek. Aber wir haben keinen Schlüssel. Und genau dieselbe Kacke wie eben. Wir brauchen auch wieder zwei Bomben. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Oh Gott, ich habe gar nichts. Ich habe einfach nichts. Ich bin einfach jung und habe gar nichts. Gar nichts habe ich. Ich habe hier nur... Oh, von denen kriegen wir aber auf jeden Fall Bomben, oder? Warte, ja, nee, komm mal her. Kannst du hier noch eine Bombe hintun? Nicht mich an. Ich will nicht mit dir knuddeln. Ja, ja, das ist perfekt, danke. Tötest dich sogar noch selber. Also fast zumindest. Und wir kriegen immerhin eine Bombe. Das ist doch gar nicht so schlecht. Nummer eins von zwei. Und der Boss hat hoffentlich... auch noch was für uns. The Rainmaker, den kenne ich ja zum Beispiel auch noch gar nicht. Okay, der kann witzige Sachen machen. What the fuck? Okay, ich weiß halt noch gar nicht, was er kann. Neue Bosse sind immer so eine Sache, aber da es einer der ersten Bosse ist, sollte er nicht so schwer sein. Wir haben auch noch ein zweites Leben, wenn es hart auf hart kommt. Okay, er ist auf jeden Fall ein ziemlicher Balletttänzer, wie mir scheint. Sehr expressionistisch veranlagt, dieser... Oh, dieser Typ! Und der killt, der trifft mich immer mit seiner einen Attacke. Immer mit derselben. Okay, aber ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, was er kann, ne? Er kann halt diese Träne über seinen Kopf machen, die er dann aufsplittet mit einem Donnergeräusch. Oh, er hat mich das erste Mal nicht mit dieser Attacke getroffen. Okay, der war weiter, er hat sich doch damit getroffen. Ja, die kann er dann halt noch. Er kann sich dann noch eine Pirouette drehen, wobei er dann auch seine ganzen Tränen rumschmeißt. Oh, und das war auch noch neu, dass wir seine komische Rose da gesehen haben. Okay, ja, sehr cool. Er hat mich jetzt ein paar Mal sehr häufig getroffen, ne? Das ist wiederum nicht sogar. Das ist aber auch ein gemeiner Dude. Hallo. Ja, wie viele Leben hat er mir abgezogen? Drei? Oh, wir haben auf jeden Fall Boss freigeschalten. Klingt auch gut. Wir brauchen hier das noch gar nicht. Ich dachte, wir brauchen hier schon zwei Bomben, aber wir brauchen das erst in der nächsten Ebene. Ja, das ist ja chillig. Die Sache ist, ich habe vielleicht den goldenen Raum jetzt nicht mitgenommen. Komm, jetzt habe ich auch noch meine Bombe verschwendet. Also verschwendet nicht, aber irgendwie schon. Hätte ich noch eine zweite Bombe, hätte ich auch in den goldenen Raum gekonnt. Aber habe ich nicht. Tja, dieses Spiel ist sehr belastend. Oh, okay, wir sind doch gleich in der neuen Ebene. Ich hoffe, das geht jetzt hier immer noch, dass wir... Oder warte mal, waren wir eben auch schon in The Dross drin? Nee, ne, das sah eben noch anders aus. Können wir das jetzt überhaupt noch machen? Mit Jacob und Esau freischalten? Sieht nämlich gerade eher schlecht aus. Wir haben einen Schlüssel, damit könnten wir uns zumindest zwei Bomben holen. Ich würde aber ehrlich gesagt ungern noch einen goldenen Raum aufgeben wollen. Okay, und hier sehen die Leute ganz, ganz komisch aus. Die sehen alle so ein bisschen zombie-mäßig aus. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Schlüssel. Dann können wir uns auch zwei Bomben holen. Hallo, zwei Bömpchen. Ich hätte euch gern. Merci. Oh, nee, aber hier haben wir auf jeden Fall den Spiegel. Okay, das ist gut. Da habt ihr mir nicht auch gesagt, dass die Flamme gar nicht blau ist, sondern weiß. Hier haben wir zum Beispiel zwei weiße Flammen. Und gegen die muss man gegenlaufen, damit man so lost wird. Ja, machen wir das jetzt schon? Aber wir wissen noch nicht, wo der goldene Raum ist, ne? Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal in den goldenen Raum, um zu gucken, wo der überhaupt ist, weil wir müssen ja in den goldenen Raum gehen, um dieses Messerstück zu holen. Und dann können wir weiter gucken. Ah, beziehungsweise wir gehen einfach mal gegen den Boss. Hallo! Eine eklige Version, eine Scheiß-Version von dem anderen. Also es ist einfach nur eine Spiegelwelt sozusagen. Ha, passend, weil das ja auch die Spiegelwelt hier ist. Ja, aber es ist diese, das ist die Scheiß-Spiegelwelt der normalen Abflussrohre. Halt die eklige Abflussrohrwelt ist das hier. Und das Blöde ist, ich habe halt gar keine Leben. Okay, er macht sogar genau dieselben Fähigkeiten wie sein sauberer Bruder. Sehr interessant, sehr interessant. Da kommt er bestimmt jetzt, ja, aus der Wand raus. Immer dieselbe. Okay, so langsam habe ich den dann aber auch raus. Aber der scheint keine kleinen Würmchen rauszuspucken. Das hat nämlich sein Kumpel da gemacht. Aber er macht das anscheinend nicht. Er ist ein lieber, netter Typ. Oh Gott, da habe ich fast eingekesselt. Wir kriegen ein paar Lieben, das finde ich gut. Hier ist es auch immer sehr, sehr nett. In die Devil Deal gucken wir natürlich auch rein. Nimm es, Lazarus, nimm alles, was du kriegen kannst. Für immer fliegen. Dafür zwei Sachen weggeben? Na gut. Nice. Und wir haben auch genug Bomben, dass wir hier in die nächste Ebene reingehen können. Das sieht doch bisher ganz gut aus. Jetzt sind wir so ein kleiner Lazarus. Nur halt, dass wir keinen Laserstrahl haben. So, und hier haben wir auch den goldenen Raum. Das ist schön. Dann wissen wir das für den nächsten Kram. Und wir können uns jetzt überlegen, ob wir uns töten lassen. Na, wir haben zu viele Leben, ne? Weil das hier ist, glaube ich, ein doppeltes Lebensupgrade. Dafür macht das ein bisschen langsamer. Ich nehme auch das Rechte mit. Ein Harlequin-Baby, ja, warum nicht? Muss hier auf jeden Fall mal gegenlaufen. Wir können immer noch fliegen. Jetzt haben wir leider noch ein Leben.
Und was richtig kacke ist, der goldene Raum ist ganz schön weit weg, muss ich zugeben. Der blöde goldene Raum ist ganz schön weit. Wo sind wir denn eigentlich auf der Map? Achso, okay. Okay. Naja, so weit weg ist er gar nicht, aber wir haben ein paar sehr komische Gegner auf dem. Oh, okay, das war ganz schön knapp. Auf dem Weg dahin, danke. Nur noch diesen Raum hier überleben, in dem gibt's gar nichts. Okay, dann war das ja. Okay, dann war das ja sehr nett. Gut, dann gehen wir aber ganz schnell wieder raus. Ich hasse diese Spiegelwelt, ich hasse sie so sehr. So lost zu sein, ist einfach scheiße. Okay, oh, dann haben wir hier alles und können in die Minen. Ich hoffe übrigens, heute funktioniert das mit dem Avatar ein bisschen besser. Letztes Mal hat er ab und zu mal meinen Mund nicht richtig getrackt. Ich hatte da nämlich die Kamera ein bisschen weiter nach rechts getan, damit der Avatar so ein bisschen nach links guckt, also so, damit er aufs Spiel guckt. Oh, da bläst er sich wieder auf. Oh, alles klar. Nett von dir. ja, aber dadurch war das Tracking dann ein bisschen verhindert, weil der halt meinen Mund nicht richtig sehen konnte. Und dann war das alles ein bisschen blöd. Ich bin doch am Lernen, Leute. Ich bin doch am Lernen. Guck mal, brauche ich gar nicht. Ich nehme das einfach so mit. The Intruder! Okay. Aber wir haben da noch einen blauen Stein. Dafür ist das doch ganz... Wow. Ein Gegner. Ich dachte gerade, das ist irgendwas zum Einsammeln, aber nope, da war einfach ein Gegner drin. Okay, in einem blauen Stein können Gegner drin sein. Sehr interessant. Dann kann man... Oh nein, da kann man sich quasi nicht mal mehr einfach freuen, wenn da ein blauer Stein kommt. Das ist ja richtig dumm. Davor immer, yo, blaue Steine sind immer gut. Da kann nur blaue Herzen drin sein oder ein Damage-Upgrade oder sonst was. Aber jetzt, nope, jetzt können die einfach auch schlecht sein. So, moin, ich habe keine Lust gegen euch zu kämpfen, ich hau da aber ab, ne? Noch ein neuer Gegner, Hornfell! Nice! Oh mein Gott, okay, das sieht sehr complicated aus, er fährt halt mit seiner Lore. Ich fahre mit meiner Lore und meine Lore mit mir. Aua! Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay, der ist der Master of Bombs, wie es scheint. Yo, what the fuck? Was geht denn bei ihm ab? Oh Gott, ich hasse ihn. Ich hasse ihn jetzt schon. Jetzt ist ihm schlecht, weil er so schnell gefahren ist. Wie gut ist das denn? Aber der macht so komische Sachen. Okay, er hat Milliarden von Bomben. Ab und zu fährt er aber schnell. Also man kann gar nicht raffen, was er machen will. Das ist ein sehr komischer Gegner. Okay, warte, warte. Die kennen wir jetzt. Die machen Lasers. Voll gemein. Was gemeiner Boss du bist. Du bist ein sehr gemeiner Boss. Bitte sterben sie einfach. Ich habe keine Lust mehr auf sie. Oh, jetzt wird er wieder richtig schnell. Dann wird er gleich wieder... Fahr nicht so schnell, sonst wird er noch schlecht, du Kleiner. Und er hat noch eine zweite Phase, wo er einfach weint, weil wir ihn von seiner Lore weggesprengt haben. Jetzt macht er gar nichts mehr, ne? Und jetzt ist er weggelaufen. Hätten wir jetzt etwas Zusätzliches bekommen, wenn wir ihn getötet hätten? Ich vermute fast schon. Noch ein Tier ist ab. Und wir... Oh, wir schießen mehr Dinger, oder? Oder ist das das Harlequin Baby? Nee, wir schießen ab und zu mal 4 Tränen. Okay, sehr nett. Das war ja ein mega interessanter Gegner. Ich fand ihn sehr, sehr cool. Und ich glaube, wir hätten tatsächlich irgendwas bekommen, wenn wir ihn einfach getötet hätten, bevor er weggelaufen ist. Hat so ein bisschen Vibes von Bowser Jr., oder? Finde ich schon. Solange Bowser Jr. in seinem Gefährt drin ist, ist er so ganz happy. Aber wenn man sein Gefährt wegmacht, dann ist das halt auch voll die Heulsuse. Da hatte ich sehr, sehr große Baby Mario-Vibes gerade. Joa, was gibt's sonst so Neues? Hier übrigens den Lorenraum. Deutschland ist ausgeschieden aus der EM. Leute, seid ihr traurig darüber? Also ich fand's irgendwie nicht so traurig. Die letzten Jahre habe ich da mehr mitgefühlt, aber dieses Jahr habe ich zwar auch drauf getippt, dass Deutschland Europameister wird. Wurde jetzt nicht so aus, aber wenigstens ist Frankreich uns auch draußen. Oder ja, juckt euch Fußball gar nicht. Ich gucke tatsächlich jedes Spiel, außer wenn halt irgendwie Doppelspiele laufen. Dann geht das ja leider nicht, aber ich habe bisher tatsächlich alle Spiele geguckt. Einige waren mehr spannend als andere. Ansonsten bin ich ja nicht so der Fußballfan. Ich gucke halt bei EM und WM mal rein. Und ja, aber dieses Mal, keine Ahnung, das Portugal-Spiel war ganz spannend von Deutschland. Aber der Rest ging so, ne? England hat nicht wirklich sonderlich gut gespielt, aber Deutschland ist halt schlecht gegen Mannschaften, die nicht sonderlich gut spielen. SMB, Superfan. Wir werden richtig stark in dieser Folge. Aber er hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Kann daran liegen, dass es halt gerade Corona ist und dass deswegen allgemein nicht so viel Action abgeht, dass man dann nicht mehr zu Freunden gehen kann und die Spiele gucken kann. Weil ich nicht geimpft bin und ich mag allgemein keine Leute. Was laber ich hier überhaupt? Ich wäre sowieso nicht so an der Gefahr. Ja, könnt ihr auch mal schreiben, ob euch die EM irgendwie juckt oder nicht und für wen ihr seid. Ich bin ja jetzt, geht ja nicht mehr lange, bin ich tatsächlich für Dänemark, weil Dänemark finde ich sehr schnieke, so wie die spielen. Hui! Boom. Oh, hätte man da auch reingehen können, wenn wir jetzt einfach nur eine Bombe gehabt hätten? Ja, ne? Weil wir können ja fliegen und dann hätten wir hier die Bombe einfach machen können und wären hier wahrscheinlich trotzdem reingekommen. Aber an sich wissen wir jetzt, was passiert. Eine Sache ist, mir wurde auch in den Kommentaren geschrieben von MaranST. Dass man dieser riesigen roten Fliege, und ich glaube, damit meint sie, oder er, diesen Boss
wenn man den oft genug ausweicht, dass man dann irgendwas richtig Tolles bekommt. Ist der jetzt rot? Excuse me, bist du rot? Muss man die einfach oft genug ausweichen? Ich weiche mal ein paar Mal aus, so für eine Minute oder so, und guck, ob dann irgendwas passiert, okay? Kann natürlich auch sein, dass die Maren mich einfach gescammt hat, indem sie das sagt und möchte, dass ich hier ganz viele Leben verliere, damit ich das niemals hinbekomme, Jacob und Esau freizuspielen. Ja, also ich glaube, ich wurde gescammt. Bringt gar nichts, dass ich hier die ganze Zeit ausweiche. Er hat mich tatsächlich auch noch keinmal getroffen, also ich habe ihm noch keine Genugtuung getan, dass er mir irgendwie Leben abgezogen hätte. Aber ja, er hat die ganze Zeit den selben Gesichtsausdruck und macht immer dasselbe. Ich glaube, ich wurde verarscht. Oder ist das vielleicht gar nicht die große rote Fliege? Das kann natürlich auch sein, dass das gar keine Fliege ist. Aber was ist denn dann für eine komische Fliege? Ja, also ich glaube, da passiert nichts. Na gut, dann laufen wir mal weg, Leute. Dann versuchen wir das hier einfach mal ganz genüsslich ein bisschen easy peasy wegzulaufen. So, guck, er ist hinter uns. Wir sind einfach viel zu schnell für ihn. Du kannst nicht vorbei. Du hast mich getroffen, du Arsch. Aber ich kenne ja schon, was er macht. Ich weiß ja jetzt schon alles. So. Das ist mich eigentlich gar nicht so schwer zum Ausweichen. Man muss einfach nur wissen, dass er halt ab und zu angreift. Und wenn er dann angreift, dann muss man halt einfach ausweichen. Nichts einfacher als das. Bye bye. Oh, wir können auch wieder zurücklaufen. Wollen wir einfach wieder zurücklaufen? Wäre das eine Idee? Oder vielleicht kriegt man ja was von ihnen, wenn man gar nicht getroffen wird. Das habe ich jetzt natürlich schon verkackt. Oh, eine Bombe! Eine Bombe in meinem Gesicht! Ist nicht so nett. So, einmal darüber. Ja, ja, chill doch mal. Ich habe dir nur dein Messer weggenommen, damit du dich nicht selber verletzen kannst damit. Ich bin ein Lieber und Netter. Und ich glaube, wir sind draußen, oder? Nee, geht noch weiter. Alles klar, gar kein Problem. Aber jetzt sind wir draußen. Nee, aber jetzt sind wir draußen. Ja, ja. Ich wundere mich halt immer noch, warum er Isaac sagt. Oder warum Mama da überhaupt Isaac sagt. Was hat Mama denn mit diesen komischen Fichter zu tun? Warte, ich rette dich. Ich wollte dich nicht alleine lassen. Komm, mein kleiner Freund. Fridolin, nein. Ich achte dann mal in Zukunft drauf, was für eine riesige rote Fliege gemeint sein könnte. Aber zunächst, hallo Boss. Oh, wieder ein neuer Boss. Okay, ich kann dir nicht angreifen. Also bisschen gemein und gefährlich. Wie wär's denn, wenn wir einfach machen, dass die Leute gegen ihn gegenschnubbeln? Ah nein, der hat 6 Phasen. Wir sehen unten seine Phasen. Er hat 6 Phasen, er müsste also 6 Leute töten, so Phase Nummer 2. Ist ein kleiner Greedwash, wie es scheint. Nur halt mit einem Boss am anderen Ende der Fahnenstange. Nett. So, wir können jetzt natürlich spekulieren, ob wir ihn am Ende dann auch angreifen müssen nach diesen 6 Phasen. Oder eben nicht. So, komm, zeig mal deine 4. Phase. Deine 4. Phase sind versteinerte Kackhaufen. Oh mein Gott, wer denn damit rechnen könnte. Versteinerte Kackhaufen sind ja richtig fies. Ich find's ein bisschen oh, was ist das? Guck mal, hier gibt's einfach Fleisch, rollendes Fleisch. Wie gut ist das denn? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Das rollende Fleisch hat mich jetzt vollkommen rausgebracht. Schade, Schokolade. Achso, ich find's doof, dass man ein bisschen stark wird, wenn man jetzt halt diesen Jacob und Esau Weg geht. Beziehungsweise muss ja gar nicht. Okay, er ist schon tot. Wir müssen ihn nicht angreifen. Ja, dass man dieses Messer hat. Man hat ja dann quasi Moms Messer. Ja, okay, Moms Messer ist noch ein bisschen stärker. Kann man ihm auch noch irgendwas machen? Kann man ihn vielleicht in die Luft sprengen? Er ist jetzt einfach ein Klotz, oder was? Der ist doch eh nicht tot, der stellt sich doch nur tot. Stell dich nicht tot, du Bastard. Okay, egal. So, wir müssen auf jeden Fall dieses Spiel jetzt nur noch beenden, weil wir haben ja jetzt die beiden Messerteile. Soweit waren wir aber beim letzten Mal auch schon. Bin mir nicht ganz sicher, wo wir jetzt genau hin müssen. Wir gehen einfach alle neuen Wege, die wir so finden können. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir es dann tatsächlich bis ganz ans Ende. Und schalten Jacob und Esau frei. Ja, eine Unterhose. Ich liebe Unterhosen. Vor allem, wenn die von Moms sind. Moms Unterwäsche ist die beste Unterwäsche. So, an sich sieht dieser aber eigentlich schon gewonnen aus, weil wir mega stark sind. Wir haben ultra viele Leben. Wir haben halt jetzt mehr oder weniger Moms Messer. Wir haben diese komischen Elektronik-Dinger, was auch sehr, sehr cool ist. Durch man sehr, sehr viel Damage machen kann. Na gut, so viel Damage haben wir gar nicht. Wir haben dann... Was ist denn Damage? 4er Damage. Ich glaube, von Anfang an hat Isaac zum Beispiel einen 3,5er... Ist das unsere Spinne? Guck mal, wir haben hier so eine Hüpfi-Spinni. Ja, ich glaube, Isaac hat von Anfang an 3,5 Damage. Das wundert mich. Aber wir haben aber natürlich auch nur SMB-Fan, um stärker zu werden, oder? Aber dadurch, dass wir halt mehrere Tränen auf einmal verschießen, sollten wir an sich trotzdem relativ stark sein. Oh, und wir sind schon bei Mom. Die blaue Mom. Ich glaube, die blaue Mom hat keine Gegner gespawnt, ne? Das ist... Okay, der war weit. Die blaue Mom. Keine Ahnung, was die blaue Mom konnte. Die blaue Mom hat irgendwas gemacht, was ich nicht weiß. Die blaue Mom hat auf jeden Fall mein Knochenherz kaputt gemacht, das weiß ich. Hä? Ach, die rote Mom war, dass sie keine Leute gespawnt hat, ne? Die hat einfach die ganze Zeit getreten. Was ist denn dann an der blauen Mom so toll? Hat die mehr Leben?
Hm. Wenn ihr das wisst, auch gerne mal in die Kommentare. Da seid ihr immer sehr... Okay, jetzt sieht es gar nicht mehr gut aus. Da seid ihr immer sehr schlau und hilfsbereit. So, ich nehme auf jeden Fall Polaroid mit. Die hat schon wieder so viele Leben abgezogen. Ich habe jetzt leider den goldenen Raum nicht mitgenommen, weil ich ein bisschen verplant habe, dass wir hier schon bei Mom sind. Okay, aber in sicheren Handtüchern sind wir noch nicht. Ich spende mal mein ganzes Geld, damit mein Karma-Konto ein bisschen höher geht. Hier, nimm all mein Geld. Vielleicht bringt das Karma ja was. Instant Karma? Bitte, geben Sie mir Instant Karma, weil ich ganz viel Geld spende. Ich bin ein guter Mann. Oh nein. Ja, das war dann wohl sein Karma, weil er mir nichts geben wollte. Und du? Hast du was? Müsste mir das nicht auch gutes Karma geben, wenn ich einen kleinen Dämon töte? Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir waren doch letztes Mal im Mausoleum, nachdem wir die Schlüsselteile hatten, ne? Und da sind wir gestorben. Warum sind wir denn jetzt nicht im Mausoleum gelandet? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wehe, ich muss ins Mausoleum rein, um Jacob und Esau zu bekommen. War das nicht auch irgendwie die Story von denen, dass einer von beiden den anderen töten wollte? Weil irgendwie der Vater mochte den einen mehr als den anderen. Und die Mutter auch. Und keine Ahnung. Dann sollte irgendwie das Erbe zum anderen rübergebracht werden. Und das fand der andere Bruder nicht so toll und wollte den anderen da töten. Irgendwie sowas. Und das wäre ja irgendwie eine Analogie dazu, dass man ins Mausoleum vielleicht gehen sollte. Weil Mausoleum, da sind tote Leute. Und tote Leute sind meistens tot und umgebracht worden. Oder so. Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus, Leute. Ob im Mausoleum tatsächlich immer nur Leute, tote Leute drin sind. So, das haben wir uns jetzt auf jeden Fall sehr, sehr einfach hier gemacht mit der Elgis-Rune. Kriegen noch einen Devil-Deal. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst, dass ich falsch gelaufen bin. Mega starkes Item. Auf jeden Fall das rechte. Ja, nehme ich sowas von mit. Ja, normal. Evident. Oh, ich hätte erst das linke mitnehmen sollen. Dann hätten wir beides mitnehmen können. Egal. So, wir sind jetzt stärker geworden. Haben dafür keine roten Herzen mehr. Ja, und einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre, dass ich zu oft getroffen werde, was sehr gut sein kann, wenn wir halt wieder so einen komischen Void-Raum haben oder sowas. Oder einen ganz komischen Boss. Oder sowas komisches passiert. Ich weiß gar nicht, wieso habe ich denn so nur zwei Leben? Das Gute ist, dass ich immer ein Schild bekomme. Aber wenig Leben ist trotzdem nicht so geil. Kann da bitte irgendwas Tolles drin sein? Nein. Hilfe, ich bin in Gefahr. Oh, noch ein neuer Gegner. Das sieht nicht gesund aus mit deinen komischen Augen. Oh, ich würde so gerne in den Stachelraum, aber geht einfach nicht. Das wird uns ein ganzes Leben kosten. Das ist leider ein bisschen zu teuer, sorry. Hä? Mann, ich kriege aber irgendwie random Damage und dann kommt hier diese komische Spinne an. Mein Kopf ist weg. Ist die Spinne mein Kopf? Oh, mein Kopf ist weg. Irgendwie, ich explodiere einfach irgendwann. Ich weiß nicht, ob das ist, wenn ich getroffen werde. Ich habe eben nicht gesehen, dass ich getroffen wurde. Sehe ich ja dann in der Wiederholung wieder, also wenn ich schneide. Aber ich dachte nicht, dass ich getroffen worden bin. Und ich weiß auch nicht, was das für ein komisches Item sein soll, was mein Kopf zu einer Spinne werden lässt. Bin ich ein Parasit? Was ist hier los? Ich weiß es alles nicht. So, jetzt muss ich mit einem Leben fucking Moms Herz besiegen, oder was? Das ist ja auch richtig geil. Das feiere ich richtig. Ich feiere das, nur ein einziges Leben zu haben für so einen tollen Boss. Ein Glück kann ich sie anscheinend ab und zu mal verlangsamen, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Kira, Kira, Kirai. Schniebi, Schnappi, Schnuppi, Schnapp. Bitte machen Sie das nicht. Mach doch einfach deinen Laser. Wir verlangsamen. Töten, töten. Okay, alles cool. Wir haben Bethany freigeschaltet. Okay. Wait a second. Ich wollte Jacob und Esau freischalten und nicht Bethany. Also ich habe auch nichts gegen Bethany, aber... Das ist die falsche. Das ist die falsche. Okay, vielleicht schalten wir ja beide frei. Das wäre nochmal mega heftig krass. Ja komm. Ich weiß, dass es nicht... So, davon können wir leider gar nichts mitnehmen. Egal, wie gut das wäre. Ich will, glaube ich, in den Himmel. Ja. Wenn wir schon nicht ins Mausoleum können, dann möchte ich doch bitte in den Himmel. Naja, aber immerhin haben wir jetzt schön viel Leben. Da sollte dann der kleine Isaac auch kein Problem mehr sein. Ich frage mich immer noch, wo ich irgendein Item her habe. Dass wir... Leute, verlangsamen. Ich sollte meine Sätze erstmal beenden, bevor ich was anderes anfange. Das habe ich super häufig, fällt mir auf jeden Fall auf. Dass ich... Sätze anfange, dann passiert irgendwas im Game. Und dann höre ich plötzlich auf, die Sachen zu sagen. Ich sterbe halt einfach gegen Isaac. Warum ist Isaac schwerer geworden? Das ist ja super uncool. Ja, aber wir verlieren unseren Kopf, wenn wir getroffen werden. Das ist sehr interessant.
Okay, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ich spawne im Level neu. Okay, das ist sehr nett. Isaac macht neue Sachen, was ich nicht so cool finde. Er macht einfach ab und zu mal diese Laserstrahlen von oben, die ihn treffen können, was ich nicht so nett finde. So, bei diesen Laserstrahlen, die von der Ecke auskommen, einfach in die andere Ecke des Raumes stellen, also diagonal gegenüber, dann solltet ihr nicht getroffen werden, falls ihr das noch nicht wusstet. Und ich hoffe, dass wir ihn jetzt irgendwie töten können. Wir sind jetzt ein bisschen stärker. Ich habe ein bisschen Probleme zu sehen, wo mein Körper ist. Ich denke die ganze Zeit, ich bin dieses Harlequin-Baby. Zumindest in den Augenwinkeln. Und deswegen wurde ich eben ein paar Mal dumm getroffen. Okay, wir haben Isaac besiegt. Mit einem einzigen Leben verlassen wir jetzt die Kathedrale. Oh Gott, aber mit einem einzigen Leben kann ich noch niemals das Blue Baby besiegen. Müssen wir jetzt hoffen, dass wir richtig tolle Items bekommen aus der Chest. Okay, wir sehen natürlich wieder gar nichts. Wenn da irgendein Act hier ist, okay, wenn da irgendwas bei sein könnte. Book of Sin. Speed up, toll. Warum ist das nur so eine Scheiße? Okay, wir kriegen Bookworm noch. Bringt uns gar nichts. Wir müssen ein paar Räume überleben, damit wir Book of Sin ab und zu mal nutzen können. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das hier mein Zenit sein wird und dann landen wir endlich doch im Mausoleum, weil wir einfach selber tot sind. Das ist doch auch schön. Alle Wege führen ins Mausoleum, früher oder später. Früher oder später. Und sorry, wenn ich ab und zu mal so ein bisschen räusperig. Ich bin ein bisschen erkältet bzw. krank, weil ich aber auch einfach den ganzen Tag einen Ventilator anhabe. Brauche ich mich nicht wundern. So, kann ich bitte Leben bekommen? Das sind Leben, ne? Ja, geil! Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Wir haben Leben bekommen. Leben für den kleinen Dizzy, yeah. Damit können wir süße Fliegen töten und auch komische... Ja, was ist das? Ist das ein Herz? Ich glaube, das ist ein Herz. Ein rumsleidendes Herz ist auch immer sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ich feiere das. Rumsleidende Herzen. Sollte jeder in seinem Leben haben. Jeder sollte mal ein rumgeslidertes Herz in seinem Leben zumindest getötet haben. Und wenn wir dann jetzt noch irgendwie Jacob und Esau freispielen... Aus irgendeinem Grund, warum auch immer, aber ich glaube noch nicht so ganz dran. Das wäre natürlich der Oberhammer, wenn wir neben Bethany auch Jacob und Esau freispielen würden. Aber irgendwie, das ist ja jetzt eine normale Fahrt hier. Ich glaube irgendwie, dass man dafür was Spezielles machen muss. Und ich frage mich gerade, warum ich so viele Spinnen bekomme. Immer wenn ich hier Sachen töte... Oh, Double Speed Up. Ich glaube, wir werden bald ein bisschen zu schnell. Da muss man auch mal ein bisschen drauf achten. Ui, ich bin Speed. Und da haben wir den Boss. Okay, mit 3 Leben, wenn ich diesen Raum überlebe, ohne noch ein weiteres Leben zu verlieren, das wäre ganz, ganz toll. Ich hoffe einfach mal, dass das Blue Baby jetzt nicht auch noch irgendwelche Special-Sachen macht. Ich glaube, uns sind einfach die gegnerischen Spinnen und sowas freundlich gesinnt, ne? Deswegen sind wir so toll. Gut, hallo Blue Baby, ich hoffe, du kannst nichts anderes, so wie Isaac, dass der plötzlich diese komischen Dinger von oben gemacht hat, seine Blitze da. Ja, 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 okay. Guck mal, der macht... Hä? Aber erst mit Zeitverzögerung. Genauso wie bei meinem Avatar. Guck mal, der bringt hier seine Spinnen im Umkreis. Und die mögen uns dann. Weil unser Kopf... Wir sind einfach der Spinnenkönig jetzt, Raffis. Oh nein. Weil unser Kopf ja auch so cool drauf ist. Ich habe schon wieder nur ein Leben. Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit nur ein Leben? Oh, bitte, bitte, stirb einfach. Stirb einfach ein bisschen schneller. Spinnen, tötet ihn. Danke. Wie ich die ganze Zeit nur ein Leben hatte. Danke, mein lieber Kopf. Du bist der beste Kopf aller Zeiten. Geschafft. Und haben wir bitte Jacob und Esau freigeschaltet. Ist das eine neue Cutscene? Oh, ich glaube schon. Ich glaube, die kenne ich noch nicht. Okay. Wir haben eine Schwester. Maggie ist unsere Schwester. Oder sind wir trans? Das kann natürlich auch sein. Wir sind das Böses in uns. Unsere Schwester ist lieb, wir sind böse. Unsere Eltern sind glücklich, weil wir böse sind eventuell. Aber wir sind traurig. Wir sind ein gemobbtes Kind. Und gehen deswegen in unsere einzige Spielkiste, die wir haben. Oder werden einfach von unserer Mutter erstochen, ist auch in Ordnung. Guck, da geht er, der Vater. Hä? Irgendwie ist diese Story sehr komisch. Eltern sind glücklich, ich bin nicht glücklich. Mutter will mich töten, aber zeigt mir dann, wie Vater weggeht. The End? Das ist auf jeden Fall ein neues Ende, das ich nicht kannte. Die Sache ist aber... Oh, auch ein neues Bild hier. Wir sind einsam und verlassen. Ja, wir haben Bethany freigeschalten. Sehr interessant. Gucken wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall an. Aber ich habe fucking Jacob immer noch nicht freigeschalten. Ich hätte dafür ins Mausoleum gemusst. Ich sag's euch, ich hätte ins Mausoleum gemusst. Warum konnte ich denn da nicht hin, frage ich mich. Habe ich eine Tür übersehen? Ich glaube, ich habe einfach eine Tür übersehen. Das kann sehr gut sein. Hm.
Verdammt. Na gut, dann trotzdem, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir haben auf jeden Fall was freigeschalten und One wieder erfolgreich abgeschlossen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.